kurze Info, bevor es mit dem Video losgeht, Leute. Meine eigene Fußball-Fitness-App Football 3.0 ist ab sofort auch für alle Android-Geräte verfügbar. Gönnt euch das Video und danach könnt ihr es direkt runterladen. Viel Spaß, Lego! Es ist endlich soweit. Champions League ist wieder angesagt. Dortmund versus PSG, Leute. Da ist auch schon das Stadion. Ich habe genau hier geparkt, Freunde. Bester Parkplatz. Mir ist spontan eine Idee gekommen, Leute. Ich habe hier einen Champions League-Ball. Mach mal eine Round the World, oder? Vom Signal Iduna Park. Fünf Stunden vor Anpfiff. Ich bin wieder 500 Kilometer hergefahren, aber ich freue mich so auf Neymar, Mbappé, Haaland, Sancho. Oh. Genau hier ist der Fanshop. Wir gehen jetzt erstmal was essen in der Dortmunder Kneipe. Ich bin natürlich heute für den deutschen Verein. Das letzte Mal, als ich hier war, war Dortmund gegen Barca, aber heute ist K.O.-Phase. Jetzt geht's um die Wurst. Signal Iduna Park. Hier sind die normalen Eingänge für die Dortmunder. Und jetzt zeige ich euch mal den Eingang für die PSG-Fans heute. Hier, schaut euch das an, Away-Supporters. Die müssen hier noch durch so eine extra Schranke. Sogar eine Ampel haben die hier vom Eingang. Oh, Leute, ich freue mich so. Genau hier wird später der Spielerbus reinfahren. Dort hinten durch. Was eine Festung, ne? Alle Dortmunder werden es kennen. Hier zum Strobels gehe ich jetzt. Hier kann man sich übrigens verewigen, also vor allem die Dortmunder-Anhänger. Dennis, Steffi. Oh Gott, Bäuerchen. Hier ist der Kneipenbereich für die Leute, die kein Ticket bekommen können, das hier auf der Leinwand anschauen. Hier gibt es überall was zu essen und man ist halt direkt am Stadion. Feeling ist trotzdem da. Da gibt es sogar eine Heimspielkarte. Schon Bock auf eine Currywurst. Ja. Hier ist halt gerade noch leer, Leute. Ich bin halt ultra früh da. Hey! Krappi am Start. PSG wird gewinnen. Guten Appetit. Krappi meint, dass PSG gewinnt. Ich glaube, die Dortmunder packen es zu Hause. Schaut euch mal an, wie viel Polizei einfach schon da ist. Alles voll. Ich mache jetzt einen Upstepper in die Fanwelt. Lego. So gute Laune wieder. Das letzte Mal hat Dortmund 1997 die Champions League gewonnen. Wie nice ist das denn? Hier gibt es einfach eine nachgemachte Trainerbank. Erstes Mannschaftsfoto, oder was? Ah, das waren die ersten Gründer von Borussia Dortmund. Jetzt will ich mich aber auch da einmal draufsetzen. Sehr, sehr bequem. Schöne Ledersitze. Weiter geht's. So, steppen wir mal direkt nach oben. Bock, mir so einen Erinnerungsschal zu kaufen. Ja, da sehe ich schon. PSG Dortmund. Nice. Da ist auch schon, Leute, der Shootingstar. Haaland macht heute wieder eine Bude. Emre Can. Ich werde angerufen, Digga. Oh, mein Papa. Ja, hallo, Papa? Ja, ich wollte einfach nur fragen, wie es dir geht. Schaut euch das mal an, ein gelber Wandpullover. Die wird heute komplett eskalieren. Es gibt auch eine riesen Choreografie im Stadion. Hier die Bundesliga-Schale. Aber heute geht es um diese Trophäe. Champions League ist angesagt. Wie geil ist das denn, Leute? Hier ist einfach ein Platz. Die Kids zocken hier Fußball mitten im Fanshop. Ich hätte jetzt auch mega Bock, hier Fußball zu zocken. Ich muss schon sagen, ist auf jeden Fall echt ein geiler Fanshop, ne? Stadion. Hier nochmal eine Trainerbank. Hier kann man sogar noch Kaffee trinken, Essen kaufen. Also echt ein geiler Fanshop. Hier nochmal die gelbe Wand. Und hier sind auch die Stühle wie im Stadion. Fresh. So, jetzt hole ich mir noch einen Schal. Hab mir jetzt hier den Ehrenschal geholt. Dortmund, Paris. Ich bin hier. Ich musste gerade meine Kamera auf den Geldbeutel tun als Stativ. Dieses Jahr ist ja das Finale in Istanbul. Schreibt mal euren Titelfavorit in die Kommentare. Ich habe Angst, dass Liverpool es wieder macht. Ah. Der Dortmunder Bus. Der geht jetzt die Spieler abholen. Vielen, vielen Dank an Borussia Dortmund. Ich habe jetzt hier das Ticket bekommen. Wir dürfen jetzt hier schon ein paar Stunden vorher reinschauen. Es wird auch heute eine riesen Choreografie geben. Da freue ich mich mega drauf. Schaut mal, wie geil das da hinten schon glänzt auf der Tribüne. Champions League Atmosphäre heute. Boah, ist natürlich mega geil. Schaut euch das an. Oh mein Gott. Heute geht's um die Wurst. Ist zwar nur Hinspiel, aber Dortmund muss auf jeden Fall Gas geben. Nachher ist mein Sitzplatz direkt da vorne über der Bande. Und das ist die einzige Tribüne, die keine Choreo hat, Leute. Das heißt, ich kann dann perfekt alles abfilmen. Richtig geil. Hier ist auch schon alles voll bei jedem Platz. Oh, schaut euch mal hier diesen Rasen an. Boah, das ist einfach perfekt. Genau hier drunter sind die Trainerbänke. Paris Saint-Germain versus Dortmund. Jetzt sind wir genau mittig. Leute, genießt einmal noch hier das Stadion. Die Ruhe vor dem Sturm.
Keine einzige Wolke ist am Himmel. Perfektes Fußballwetter. Wie da hinten die Choreo schimmert. So geil. Ich stehe jetzt genau vor der gelben Wand, Leute. Die Südtribüne. Nachher wird die rappelvoll sein. Und schaut mal, wie steil das aber da nach oben geht. Bam. Genau hier sitze ich nachher. Oh, wie geil, ey. Hier, hier und hier wird die Choreo sein. Die Südtribüne, die am Springen sein wird. Das Geile ist sogar, ich habe ein VIP-Ticket, das heißt, ich kann direkt zum Buffet nachher gehen. Ich bin jetzt hier im Essensbereich. Ich habe keine Ahnung, wohin meine Nase mich führt. Ich nehme so viele verschiedene Gerüche wahr. Oh mein Gott, ich rieche auf jeden Fall wieder diese legendären Waffeln. Oh mein Gott, nein, nein. Jungs, seid ihr hier am Arbeiten oder was? Ja, ja. Wie geht's? Hi. Wir machen den Bild. Bruder, bei mir läuft richtig mit Bart. Ihr könnt einfach vom Video Screenshot machen, okay? Okay. Dann machen wir auf Ehre einen kleinen Teller klar, Digga. Okay, gern. Dann noch so ein paar Stückchen, ja. Reicht? Runde 1. Runde 2. Runde Nummer 3. Ich sag's euch, ich bin so voll. Oh mein Gott. Ich tippe heute 3-1 für Dortmund. Ich glaube, die werden Paris weghauen zu Hause. Ich glaube, ich gönne mir noch ein Pre-Game-Bierchen. Ich gönne mir jetzt. Und derweil gehen schon die ganzen Fans hier ins Stadion. 2 Stunden noch vor Anpfiff. Mich hat gerade einfach ein Älterer erkannt. Ich weiß nicht, bestimmt so 32 oder so. Und er hat mir erzählt, dass er ein riesen Barca-Fan auch ist und immer meine Videos auch guckt. Sowas freut mich einfach todes. Grüß an dich. Ich mach's mir jetzt hier ein bisschen gemütlich, Leute. Ich werde gerade wieder beobachtet von Leuten, die denken sich nur, was macht der Junge hier? Ich tue die Kamera hier drauf und filme mich, wie ich mich auf die Couch setze. Oh Leute, ich drehe durch, hier gibt es sogar Sushi. Aber ich kann halt echt nicht mehr, ne? Ich esse mich immer so voll im VIP-Bereich. Jetzt geht's erstmal aufs Klo. Sogar hier ist Dortmund Branding. Dortmund. Hier oben sind die PSG-Fans nachher. Aber die haben auf jeden Fall auch eine gute View aufs Spielfeld. Im Camp Nou haben die Auswärtsfans immer die Karte. In 1 Stunde und 6 Minuten geht's los. Der Rasensprenkler wurde gerade angemacht. Perfekte Bedingungen. Wie geil ist bitte dieser Champions League Schlüsselanhänger? Jetzt geht der Autoschlüssel nicht mehr verloren. Paris ist eben angekommen. Mbappé ist da. Neymar auch am Schlüssel. Oh Leute, die PSG-Fans. Und Mbappé Latte-Challenge. Oh! Die machen einfach Latte-Schießen beim Aufwärmen. Erstmal die Maria. Ich glaub's nicht, unter mir einfach Neymar. Ich höre sogar, wie er den Ball von hier schießt. So nice. Jetzt die Maria in Winkel. Neymar freut sich. Er sagt, genau so muss es sein. Kylian klatscht auch. Viel zu hoch. Ja. Da verhöhnen die Dortmund und Neymar. Alter! Die Maria haut den Ball wieder absolut in den Winkel. You never walk alone wird jetzt abgespielt. Erinnert mich an den Liverpool natürlich, aber egal. Ich sehe schon langsam, wie die Choreo sich formt. Das sieht so krank aus gleich. Die Mannschaft kommt rein. Oh mein Gott, Leute, was eine Choreo. No words needed. Ich hab Gänsehaut. Champions League Hymne jetzt. In wenigen Sekunden geht's los. Haaland eröffnet das Spiel. Let's go! Das ist krass, Leute. Ich sitze quasi genau neben dem PSG-Fan. Man hört die so laut von hier. Ich hab den einfach drin gesehen, ne? Wow. Und? Yeah, yeah. Oh mein Gott! Runter, Tempo, runter! Sehr gute Chance für Sancho.
hätte vielleicht spielen müssen. Halbzeit 0-0, Dortmund hat etwas besser bisher gespielt und ja, bei mir ist es Runde 4 oder 5 angesagt. Gleich geht's weiter. Hau. Jetzt raus, jawohl. Komm. Ja! Oh mein Gott, Haaland! Ja! Mbappé kommt einmal in 70 Minuten durch und dann wird es gefährlich. 1-1, Neymar. Haaland! Ja! Oh mein Gott! Holy shit, Digga! Was ein Tor, Leute! Geiles Spiel, Leute. Unglaublich. Haaland, ey. Der Typ ist doch ein Alien.